Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Diablo 3. Endlich ist es soweit. Es ist ungefähr 2 Stunden raus, das Spiel. Es ist gerade 2.19 Uhr. Seitdem habe ich versucht, mich einzuloggen, denn ich möchte euch das ja ganz taufrisch bringen, das Spiel. Also verzeiht's mir, wenn ich vielleicht ein klein bisschen müde bin zu dieser nachtschlafenden Zeit. Und wie ihr seht, wir wollen den Hexendoktor spielen. Zumindest ich möchte den Hexendoktor spielen und den Namen möchte ich ihm auch geben, und zwar soll er Ulu heißen. Zu Ulu gibt es eine sehr schöne Geschichte. Das war einer meiner Charaktere in Pen and Paper Rollenspiel zu Dawn of War 40.000. Warhammer 40k meine ich doch. Und naja, vielleicht erzähle ich ja irgendwann die Geschichte zu Ulu. Das war wirklich ein genialer Charakter, und wenn wir ein Spiel haben, in dem ein Charakter namens Ulu mitspielt, kann es einfach nur witzig werden. Und ich freue mich schon ganz dolle drauf. 12 Jahre hat es gedauert, beziehungsweise 11. Und ja, mein erstes Mal, meine erste Runde Diablo 3 jetzt zusammen mit euch. Lehnt euch zurück, genießt es, lasst uns gemeinsam Spaß haben. Wir erstellen den Helden und dann gucken wir. Na gut, also damals, okay, Profil öffnen. Ich kann, mein Charakter hat also ein Profil. Okay, da können wir vielleicht mal irgendwann in einer der nächsten Runden mal reinschauen, genauer gucken, was das so ist. Man kann auf jeden Fall schon mal durch die Gegend drehen. Aber so, Schwierigkeit normal. Der gefallene Stern ganz genau. Das Intro-Video fehlt. Das könnt ihr euch sicher so irgendwo auf YouTube angucken. Das ganze Wichtige, was da eigentlich passiert ist, der Kampf zwischen Himmel und Hölle bricht wieder erneut aus und ein Stern bzw. eine Art Meteorit fällt auf die alte Kathedrale von Tristram aus Diablo 1. Und da setzen wir dann auch schon ein im Spiel. So, die Ladezeit geht ziemlich schnell. Wie wir hier. Okay, Video. Viel Spaß damit. Ich reise zu Orten jenseits der Vorstellungskraft. Weit weg von den Dschungeln meiner Jugend. Mein Wissen ist sehr gewachsen. Die Leute, sie denken, ich wurde verbannt. Ausgestoßen bis zum Ende meiner Tage. Sie sagen, ich widersetze mich den Geistern. Doch ich sage, nein, ich folge ihnen. Die Geister zeigen nur mir, dass mit dem Himmelsfeuer das Ende kommt. Sie sagen, dass das nicht sein darf. Ich lebe, um den Geistern zu dienen. Deshalb gehe ich. Außer mir folgt niemand dem Ruf. Tja, wir sind also unterwegs mit einem Typen, der die Stimmen von Toten hört. Das ist ganz unglaublich praktisch, würde ich mal behaupten. So, und mit der linken Maustaste können wir uns. Der Tod liegt schwer in der Luft. Der gefallene Stern muss nahe sein. Genau, mit der linken Maustaste können wir uns auf jeden Fall bewegen. Können sie gedrückt halten, alles klar. Und dann machen wir das hier jetzt mal weg. So, ich probiere mal kurz ein bisschen Steuerung aus. Okay, wenn ich also hier Shift gedrückt halte, dann kann ich hier mit links jetzt schießen. Und die Kamera zittert dabei auch so ein bisschen, fällt mir auf. Mit Rechtsklick geht es genauso, dann kann ich nah angreifen. Zoomen kann ich irgendwie gerade nicht. Es sei denn, Mausrad gedrückt halten? Nein, okay. Also mit normalem Mausrad drehen kann ich wohl gerade nicht zoomen. Ich werde mich einfach irgendwann später damit auseinandersetzen. Wir schießen jetzt hier einfach mal auf das Viech. Das, genau, gut. Danke für das Angreifen-Tooltip. Aber dann doch nicht ganz so nötig. Hoppla. Ich drücke gerade noch die wildesten Dinge auf meiner Tastatur rum.
weil ich nebenher ein bisschen probiere. Aber diese Auferstandenen sind jetzt nicht so wirklich der Oberburner. Die haben wir ganz schön schnell platt gemacht, ohne dass sie sich so recht gewehrt haben. Und was haben wir hier? Ein kleines Schlachtfeld und ein Questgeber, genau. Mit dem universalen Ausrufezeichen. Dann reden doch wir mal mit Hauptmann Rumford. Die Geister sagen mir, zieh los. Such nach der Wiege des gefallenen Sterns. Also bin ich hier. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Rumford, da sind noch mehr! Was? Wo? Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Ja, dann drängen wir sie einfach mal schnell zurück. Genau das habe ich vergessen zu sagen, dass natürlich in dieser Kathedrale passenderweise Lea und Deckard Cain waren. Und Deckard Cain kennen wir auch aus den ganzen anderen Diablo-Teilen. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Ja, ja. Diese gute Blasterer, will er kaufen? Verbrennt diese Leichen, bevor sie wieder auferstehen. Was? Ein bisschen radikal, oder? Sieht auf jeden Fall lecker aus hier hinten. Was haben wir hier? In der Stadt. Ihr könnt Händler aufsuchen und bei ihnen eure Vorräte aufstocken. Bei Handwerkern neue Waren herstellen lassen und auf eure Beutetruhe zugreifen. Okay. Wir gehen mal hier durch Neu-Tristram. Die Kirche von Takarum ist in Ungnade gefallen. Welcher Glaube kann uns jetzt noch retten? Es ist das Ende der Welt. Seht ihr das nicht? Doch, tun wir. Deswegen sind wir hier. Also hier haben wir einen Händler stehen. Dafür ist also dieses Symbol Bergmann. Ach, Taschun der Bergmann. Jetzt verstehe ich das. Okay. Hier haben wir unsere Beutetruhe, da gucken wir gleich mal rein. Das ist so ein geteiltes Ding, da liegen sogar zwei Heiltränke drin. Die nehmen wir einfach mal raus und gehen in dieses wundervoll leuchtige Gasthaus rein, wo wir dann die Lea treffen werden. Kann man mit denen nicht reden? Die Familien von Tristram, schauen wir doch mal, was die zu sagen haben. Tristram war einst so ein wunderbarer Ort zum Leben. Meine Familie lebt hier, seit die Stadt aus den Ruinen des alten Tristrams entstanden ist. Aber jetzt, es ist schrecklich. Die geliebten Verwandten, die wir beerdigt und betrauert haben, bedrohen nun unser Leben. Okay, wenn es da mehrere von diesen Gesprächsfetzen gibt, dann werde ich die so nach und nach einfach abspielen. Also wir hören uns jetzt nicht alles auf einmal an. Wir wollen ja erstmal ein bisschen Action sehen. Die hier wollen anscheinend keine Action mehr sehen, so wie die gerade reingucken. Aber wir gehen erstmal ein bisschen klopfen und können dann nach und nach die ganzen Gespräche mal so anhören. Die optionalen zumindest. Ihr seid Lea. Der Hauptmann sagt, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden. Doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Na, wie ideal. Und ich bin gerade schon die ganze Zeit überlegen, ob ich einen Königin-Leia-Joke mache, aber... Die Geister segnen mich. Ich glaube, den macht jeder wahrscheinlich. Für die Wirtschaft sich so ist das an. Der Tod. Und, ach, okay, der Wirt hat gerade hier einen super Spruch gerissen. Ganz super. So, wir haben eine neue Fertigkeiten-Dings bekommen. Jetzt erstmal einen neuen Fertigkeitenplatz. Okay, und wir behalten auf der linken Maustaste laut unserem Tutorial den Giftpfeil erstmal und legen hier die Umklammerung des Todes hinein. Die kostet 50 Mana, hat eine Abklingzeit von 8 Sekunden. Und da steht, ihr ruft grauenhafte Hände aus dem Boden hervor, die nach Gegnern greifen und sie verlangsamen. Das nehmen wir mal direkt an. Und hier seht ihr, hier unten haben wir noch Platz für 3 Passivfähigkeiten und noch andere Fertigkeitsskills. Und ich hoffe, dass ich jemals wieder auf diesem Bildschirm finde. Aber das ist sicher alles nicht so schwer. Okay, die Fertigkeit wurde jetzt hinzugefügt. Die kann ich sogar hier casten, wie ihr seht. Da kommen dann
Ich wollte es nur mal zu Ende schreien lassen. Da kommen also dann verlangsamenden Schaden machende Hände aus dem Boden. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Dieses Land ist krank. Doch es kann geheilt werden. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Hauptmann Rumford, ich mag diesen Namen einfach. Willkommen im geschlachteten Kalb. So, bringt mir alle Schätze, für die ihr keine Verwendung habt, und ich gebe euch ein wenig Geld dafür. Dann könnt ihr schon mal anfangen, auf euren Sarg zu sparen. Ah, Silence! Das höre ich mir noch gar nicht erst an. Ich will eigentlich nur mal wissen, Leas Zimmer ist da hinten. Dann gehen wir einfach mal ganz gentlemanmäßig ein bisschen rumspionieren. Leas Tagebuch. Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft. Okay. Wir haben also immer wieder Audio-Tagebücher oder verschiedene Hintergrundinfos in dieser Audioform. Und die werden wir uns natürlich hoffentlich möglichst vollständig anhören. Ich gucke gerade, ob ich hier mal irgendwas, anklicken kann oder einfach mal ein paar Giftpfeile hier im Bett für die gute Frau zurücklassen. Mit ein paar Zombie-Händen. Da freut sie sich bestimmt. Und wir gehen hier jetzt dann einfach doch erstmal wieder mit dem Hauptmann Rumford. Falls ich schon mal gesagt habe, dass... Wagt es ja nicht, einen Finger zu rühren, um den Wagen des Bürgermeisters zu reparieren. Mein Bruder ist bei der Verteidigung dieser Stadt gefallen, während dieser vollgefressene Feigling versucht hat, wegzulaufen. Okay, du bist also ein böser Kerl, der Bürgermeister. Reden wir doch nochmal mit dem einfach. Bitte, bewegt euren Wagen. Ich möchte vorbei. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Warum wollt ihr fort? Bist du von Sinnen? Diese Stadt ist dem Untergang geweiht. Jeder, der auch nur über einen Funken Verstand verfügt, sollte versuchen, von hier wegzukommen. Wirst du mir helfen oder nicht? Werde ich nicht. Diese Stadt braucht uns beide. Denkt gut darüber nach. Tja, also, größte Muschi des Dorfes, wie immer. Eigentlich ich habe den... Marco versprochen, ihn zu beschützen. Und jetzt ist er tot. Macht das unter euch was am besten. Ich gucke gerade mal, ob es hier noch was gibt. Hier sieht's so ein bisschen nach Händlerplatz eigentlich noch aus. Die Milizsoldaten sind ausgerückt. Nur Rumford ist zurückgekommen. Akkarat, steh uns bei. Und die quatschen mir natürlich immer komplett ins Wort rein. Macht aber auch nichts. Und der da, gut, die sind immer noch beschäftigt hier oben. Dann quatschen wir jetzt mal mit unserem schönen Questgeber. Wie kann ich dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Durch ihr Opfer konntet ihr alle weiterleben. Ich werde es ehren. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! Okay, gut. Also, dann haben wir unseren Auftrag bekommen. Ich setze mal hier jetzt die Hände rein. Die, wie hieß der Skill nochmal? Umklammerung der Toten. Genau. Braucht mehr Zeit. Ah, okay. Wollte ich jetzt zu schnell wieder machen, aber jetzt geht's wieder. Und man kann, wie ihr seht, auch echt... Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Ja, genau. Ich wollte nur sagen, man kann mit diesem also sehr weit schießen. Und wir haben jetzt hier so ein neues Wissen gefunden. Ich, Deckard Cain, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Asylas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und würgen sie wieder als lebende Tote hervor. Okay, da haben wir also hier zu unseren Questzielen eine Info bekommen. Während ich hier einfach schon mal... Zaubern wir nochmal, genau. Während ich schon mal nebenher einfach
die Handschuhe eingelegt habe, die wir gefunden haben. Unser allererstes Rüstungsstück haben wir also. Und wie ihr seht, ganz automatisch sammle ich also die Goldmünzen auf. Und diese roten Kugeln, das sind so eine Art... Tja, Leute, da sind wir wieder. Ich entschuldige mich, da hatte ich einen kleinen Absturz. Keine Ahnung, ob das jetzt da besonders... Oh, der lebt ja noch so halb. keine Ahnung, ob das jetzt hier an mir lag. Ich könnte eigentlich auch mal ein bisschen meine Skills benutzen. Und ich habe auch mal ein bisschen lauter gedreht, wie man vielleicht schon merkt. Das sollte hoffentlich ganz gut funktionieren. Mein Geist wächst unermesslich. Stufe 3 haben wir gerade erreicht. Und eine neue Fertigkeit haben wir freigeschaltet. Dann gucken wir doch gleich mal rein. Ja, also wie gesagt, es ist nichts großartig verpasst gegangen. Es hat uns hier ein bisschen zurückgesetzt, interessanterweise. Und ich habe dann gerade, nachdem ich mich wieder eingeloggt habe und am Anfang dieses Gebiets gestanden bin... Naja, gut, dann nehmen wir uns ihr halt mal an, wenn sie schon unbedingt will. Ja, und da war nämlich auch wieder so eine scheußliche Mutter und das war dann eben die letzte, die wir für unsere Quest gebraucht haben. Also das ist euch da kurz entgangen, dass wir da eine umgebracht haben. So, ich kann jetzt hier aber noch nichts machen, soweit hier unten noch nichts einsetzen an den Leuten. Also könnten wir eigentlich hier mal halt jeweils die Umklammerung der Toten, okay. Die haben wir also drin und wie kann ich jetzt... Ach, das ist deine Primärfähigkeit. Ich verstehe. Da können wir jetzt mal die Leichenspinnen reinmachen. Schließen das mal. Und gucken uns natürlich an, was die können. Ja, genau. Dann schmeißen wir nämlich so eine Töppe hier auf die Leute drauf. Und aus diesen Töpfen kommen Spinnen raus, die dann eben Gezeigtes vollrichten. Nicht schlecht. Und, wie man sieht, ich muss jetzt selber mal eben ein bisschen auf das Mana gucken. Oh, da, oh, schaut mal, was... Gelobt seien die Mächte des Lichts. Griswold, der gute Mann, hat alles riskiert, um den lieben Jungen aus der Kathedrale nach Hause zu holen. Auch wenn Wirt jetzt verstört und launisch ist, bin ich mir sicher, dass das vorbeigehen wird und er bald wieder der liebenswürdige kleine Junge sein wird, den wir alle lieben. Ja, yeah, natürlich. Und so ist es ja auch gekommen. Ja, also wie man sieht, das hier kostet 2 Mana, halt diese Spinnen zu werfen. Das ist praktisch nichts. Und die können wir so viel werfen, wie wir wollen. Haben also gerade unseren Standard-Giftpfeilangriff ersetzt damit. Und Stachelscheißale, die haben wir auch noch nicht kennengelernt. Und mit Z komme ich übrigens in diesen Zoom-Modus. Ich habe das gleich mal genutzt. Und, ach, da sind sie gerade wieder verschwunden, die Spinnen. Ich zeige das nochmal ganz schnell, vielleicht aus der Nähe jetzt. Zusammen mit unserem Ulo. Und nach einer Weile verrecken die dann einfach. Und mit einem erneuten Druck auf Z komme ich auch wieder raus. Verehrter Leser, mein Name ist Abd al-Hazir. Abenteurer, Gelehrter und Forscher. Ich teile mein Wissen über diese unglaubliche Welt und deren Kreaturen mit Hilfe meiner aufschlussreichen Schriften. Und das oftmals angesichts größter Gefahr für mich selbst. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde von boshaften Stachelscheusalen durchwühlt. Ich war in der Lage, sie mit meinem Schuh in die Flucht zu schlagen. Doch einem Mann geringerer Kühnheit wäre es weit schlechter ergangen. So, da bekommen wir also immer so kleine Infobits über die verschiedenen Gegnertypen, die uns hier auflauern. Und wie ihr seht, beim letzten Mal war hier gerade noch so ein Kellereingang. Der ist jetzt verschwunden. Also, sehen wir hier schon. Und den Beschützer können wir sogar anlegen, wie es aussieht. Genau. Okay, nicht schlecht. Also, da sieht man also, wie randomisiert die ganzen Karten sind. Das wusste ich nämlich auch noch nicht. Dass ich auch während eines Spielerlebnisses dann die Karte wechselt. Und nicht nur, wenn man das eventuell mal irgendwie komplett neu startet. Wir mussten das auch ja gerade natürlich wieder neu erforschen. Also vielleicht ist es jedes Mal so, dass dann in den, auch in den bisher besuchten Gebieten die Karte komplett resettet wird.
Oh, Warif, habt ihr gesehen? Warif ist ein... Nach 20 Jahren kehre ich nach Kanduras zurück. Die Bürde meiner endlosen Fehlschläge und Tragödien lastet schwer auf meinen Schultern. Ist dies die Strafe dafür, dem Fremden bei der Jagd auf den dunklen Wanderer geholfen zu haben? Ich habe Deckard Cain immer für ein bisschen wahnsinnig gehalten. Aber vielleicht hatte er recht. Vielleicht kann er den Schatten bannen, der über mir schwebt. Ja, und wie man jetzt gerade schon gehört hat, Warif war einer der Charaktere aus Diablo 2. Während ich in einer Höhle auf Schatzsuche war, wurde ich eines entsetzlichen Anblicks gewahr. Ein Berg Leichen. Unfassbarerweise begannen sie sich zu erheben, während ich sie nach Gegenständen von Wert durchsuchte. Ich muss in Neutristram davon berichten, bevor es zu spät ist. Ja, genau, also ich... Mir wird hier dauernd schon ins Wort gefallen von diesen Tagebüchern. Bin ich auch ein bisschen selber dran schuld. Komplett vergessen, was ich eigentlich jetzt sagen wollte. Aber dann war es noch nicht so wichtig. Und da unten leuchtet sehr schön rot aus dem Boden raus. Also wirklich nette Gegend immer, dieses Tristram. Jedes Mal, wenn man dort ist. Ach ja, um Warif ging es, glaube ich, bestimmt noch. Also der hat uns halt immer in Diablo 2 zwischen dem ersten und dem zweiten Akt rumgefahren. Zumindest rein theoretisch. Man hatte natürlich immer die Portale benutzt. Aber jetzt gehen wir doch endlich mal in so einen Keller runter. Na, hallo, die Truhe da? Ist leer. Haben die Kreaturen den Schatz genommen? Okay, unser erstes kräftigeres Viech, der Sarkot, hat sich gerade auch schon wieder erledigt. Ein Schatzsammler war das. So, eine Schärpe, eine regenerative Stoffhose, das hört sich toll an. Da unser erster magischer Gegenstand. Jetzt gucken wir erstmal, die Handschuhe sind besser, jawohl. Schärpe haben wir eh noch gar keine. Mit Rechtsklick werden die automatisch auf den Slot ausgerüstet. Und regeneriert ein Leben pro Sekunde. Ja, gut, meine Güte. Besser als nicht so ein Dolch mit 7,5 Schaden haben wir gerade ausgerüstet. Und die Handschuhe sind sogar nochmal eins besser. Und ansonsten haben wir gerade nur Crap. Also, nichts Interessantes mehr hier unten, glaube ich, oder? Nein, anscheinend nicht. Und wenn das weiter so bleibt mit den ganzen Tagebüchern und den Sprüchen, die die Charaktere herauskloppen, habe ich wirklich gar keine Angst mehr. Ich habe mir nämlich... Wird schon wieder rumgekotzt. Ich hatte mir nämlich wirklich Gedanken vorher gemacht, kann ich... Habe ich das drauf schon soweit, Diablo 3 zu machen? Kann ich das Let's Playen? So ein, diese Art von Spiel, die einen eben nicht sehr viel unterstützt. Im Gegensatz zu anderen Spielen, in dem dauernd irgendwelche storygebundenen Dialoge sind. So, jetzt gibt es langsam endlich mal ein bisschen Action. Diablos Übel besteht hier fort. Okay, wir sind also, wow. Cool bleiben, Leute. Stürzt uns hier schon das ganze Haus um die Ohren ein. Also, wir sind in dem alten Tristram gerade wieder angekommen. Jetzt haben wir hier und da die scheußliche Königin. Die erste Dienerin der Königin. Die ist unser Questziel. War unser Questziel. Das hat sich jetzt gerade hier schon aus dem Questlog verabschiedet. Jetzt sollen wir den Wegpunkt der alten Ruinen benutzen. Machen wir doch gleich mal, sobald wir hier reingeschaut haben. Okay, alles nur Müll, außer einen neuen Gürtel haben wir bekommen. Eine neue Schärpe. Und dann benutzen wir jetzt hier mal diesen Wegpunkt. Benutzen mal hier diesen Wegpunkt, okay. Einfach nur nochmal anklicken. Und sind gerade hier in den alten Ruinen und gehen zurück nach Neutristram. Und jetzt geben wir das Quest natürlich mal noch ab. Jaja, und jetzt ist er tot, wissen wir schon. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden.
Okay, hier haben wir jetzt also unser Quest beendet, Belohnung erhalten und schon fast wieder das nächste Level abgeschafft. Und wie wir sehen, unser Ulu hier ist ein ganz grundguter. Was wir jetzt aber allerdings zuerst machen ist, genau, mit Rechtsklick die ganzen Dinge hier einfach nämlich zu verkaufen. Hauen wir alles einfach mal raus hier, es liegt nur im Weg rum. Und haben 1113 Gold, jawohl. Und dann hören wir uns noch den Questtext von Leia an und dann mache ich schon mal Schluss für heute. Weil die erste Folge will ja gleich noch gerendert und hochgeladen werden und dann muss ich morgen früh auch noch in die Uni. Und dann, genau, erstmal anhören. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Alles klar, die Leia folgt uns jetzt. Wir können jetzt diesen Wegpunkt dann wieder benutzen, um zurück zu den alten Ruinen zu bekommen. Aber ich verabschiede mich hier erstmal von euch für heute. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Lasst einen Kommentar da, sagt mir, wie ihr es so findet. Und dann würde ich sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Euer Arkay. Tschüss.